Hallo und willkommen bei einem Strick-Podcast. Mein Name ist Eva, ich bin 37 Jahre alt und wohne im schönen Saarland. Das ist heute mein zweites Video. Wer Lust hat, kann sich gerne das erste Video anschauen. Wer es noch nicht gesehen hat, da geht es zum Beispiel ums Wolf-Festival in Düsseldorf. Da war ich, das war total schön. Könnt ihr gerne mal gucken. Ansonsten zeige ich heute ein bisschen was Gestricktes und was ich am Stricken bin. Und ich habe einige Neuigkeiten für euch, die werde ich euch am Ende des Videos verraten. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann fangen wir mal an. Also, ich habe einen Aufruf gestartet bei Instagram, dass ich gern meine Wolle verstrickt als Socken sehen würde. Einfach so als Ausstellungsstück. Die Wolle sieht ja dann oftmals ganz anders aus als auf dem Strang. Und da haben sich sehr viele gemeldet. Vielen Dank nochmal. Da habe ich mich gefreut. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass sich das so viele melden. Ich musste das, glaube ich, nach 15 Minuten schon schließen, diesen Post. Das war unglaublich. Also das werde ich auf jeden Fall mal wiederholen. Wer da Lust hat, darf mir gerne schreiben. Genau. Und ja, also ich glaube 12 Sockenpaare erwarte ich insgesamt zurück. Und 4 habe ich schon. Die zeige ich euch jetzt. Weil ich selbst habe nichts fertig gestrickt. Aber ja, das letzte Video ist auch noch nicht so lange her. Ich zeige es euch mal. Die letzten Tage waren auch sehr, sehr turbulent bei mir privat. Die Kinder haben frei vom Kindergarten, da ist den ganzen Tag Treiben ohne Ende. Aber ist ja auch mal schön. Also, dann geht's los. Das sind die Socken mit der Färbung, die heißt OMG für Oh mein Gott, weil als ich die gefärbt habe, dachte ich, oh mein Gott, sind die schön. Also wirklich, bin echt begeistert. Das ist das Garn dazu. Könnt ihr erkennen, denke ich. Und die hat gestrickt die liebe Asol. Also ich bin ganz begeistert. Ich würde sie am liebsten selbst behalten, aber nein. Werden wie gesagt Ausstellungsstücke. Ab und zu mache ich vielleicht mal so einen kleinen, wie so einen Marktstand. Es gibt so Kreativmessen bei uns im Ort, im Nachbarort und vielleicht mal einen Weihnachtsmarkt. Aber wie gesagt, die werden nicht verkauft. Da geht es nur darum, dass ich die Wolle anbieten kann und zeigen kann, guck mal, so wunderschön können die aussehen. Genau, dann geht es weiter. Die liebe Ina hat mir die Erdbeerkonfetti-Socken gestrickt. Da weiß ich leider nicht das Muster. Ina, wenn du zuschaust, schreib mir es gerne in die Kommentare. Erdbeerkonfetti, das ist die Färbung dazu. Auch so schön, gefällt mir gut. Und alle in einem wahnsinnig schnellen Tempo. Wirklich, ihr seid unglaublich, wie schnell ihr seid. Dann geht's weiter mit der Färbung. Orchid, gestrickt von Vera, Purm Queen heißt das Muster, von KF Jones, findet ihr bei Ravelry. Das ist die Färbung, also ich finde, es sieht im Strang wirklich anders aus als verstrickt. Wahnsinn, oder? Und so schön und so schnell. Ihr seid so schnell. Dann haben wir gestrickt von der lieben Manuela die Bienenweide von Silberdistel und das ist die Quay. Die Quay, die ist ja auch ein Traum. Dieses Grau mit Rosa, also oh, die liebe ich wirklich, die sind so schön. Genau, das sind die Finished Objects. Dann geht es weiter mit den Work in Progress. Da gibt es bei mir ja immer viel. Also, schockverliebt, ich habe es gesehen bei Instagram, der Desperate Housewives Cardigan von Melanie Berg, aka Maya Lind. Da habe ich mir die Wolle nachgefärbt in den Original, also so ähnlich. Originalfarben gefällt mir unheimlich gut. Da bin ich noch nicht sehr weit gekommen. Muss ich gerade mal raussuchen. Also, ich habe auch eine andere
Also ich habe es angegeben, es ist glaube ich 300 Meter auf 100 Gramm. Und das war es jetzt. Also es ist dicker, weil meine Maschenprobe, es hat hinten und vorne nicht gepasst. Ich war echt verzweifelt und genervt. Und dann habe ich die, also hinten sind verkürzt rein. Ja, also ich bin jetzt bei Farbe 3. Und genau. Ja, das wird der Cardigan. Also ich bin noch nicht weit, aber das ist ja Rundpasse. Und dadurch, die Reihen sind sehr lang. Ich stricke normal alles in Größe L. Und das ist jetzt Größe S, weil die Griss gar nicht, ich glaube, das sind sogar 160 Meter auf 100 Gramm, 50 Wolle, 50 Alpaka. Genau. Unheimlich schön. Ja. Dann mache ich einen geheimen Teststrick mit, aber ich darf euch die Wolle zeigen. Das ist die Wolle dazu. Was wird, darf ich Mitte September verraten, was es wird. Aber ich darf euch sagen, dass ich bin im Teststricker-Team von Christine Joelle. Die kennt ihr unter Joelle, Joelle Handmade for Friends, unter, also bei Instagram. Und ja, da habe ich schon einiges gestrickt. Und das macht unheimlich Spaß. Die Anleitungen von ihr, die sind so toll. Die Modelle, es ist wirklich, es macht so Spaß. Und das ist jetzt das Aktuelle. Das ist ein Sockenbase von Tausend Schön. Tausend Schön habe ich ja Glück. Die ist ja in Saarbrücken und da fahre ich ja nur, das sind 20 Minuten Fahrt. Dann bin ich ja da. Und ja, auch Handfärberinnen kaufen Wolle bei anderen. Weil, warum nicht? Man sieht die Wolle und sie gefällt einem und man kann ja nicht alles nachfärben. Ja, also ich kaufe auch Wolle von anderen Handfärberinnen sehr gerne sogar und auch Industriegarn stricke ich auch gern. Da kommen wir später noch dazu. Da habe ich noch was Schönes zu berichten. Genau. Dann habe ich euch ja schon die Jacke im Aschurmuster gezeigt. Ja, ich habe geguckt, die heißt Jacke im Aschurmuster. Und ich habe heute Zeitschrift dabei. Und ich hoffe, ich bekomme es heute mal hin, dass es nicht spiegelverkehrt ist. Das ist die Sabrina 422. Ich glaube, die erscheint monatlich. Und das ist das? Ist der Cardigan? Wunderschön. Also wirklich kurzweilig zu stricken. Hatte ich auch mit, als ich in Düsseldorf war. Aber da war irgendwie, also auf dem Wollfestival habe ich gar keine Zeit gehabt zu stricken. Und auch abends im Hotel, zwei, drei Reihen und dann, also ich war ja so müde abends, das war wirklich Wahnsinn. Und da, ja, im Zug habe ich ja wie gesagt gestrickt, aber Socken, Stinos, das geht ja einwandfrei. Aschurmuster im Zug mit, ja, kein Platz und ja, das war mir dann zu anstrengend. Laufend musste man umsteigen und hat den Zug verpasst. Musste gucken, wann kommt der nächste, wenn man den ja verpasst hat und hin und her. Und ach, das war ja ein Drama. Genau. So. Dann meine Käufe. Meine Beute. Was habe ich erbeutet? Also, das ist einiges vom Wollfestival. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Also, ich war bei Ponderosa. Dann habe ich die Färbung gesehen und dachte, wow, so eine Zusammenstellung an Farben habe ich bis jetzt ja noch wirklich nie gesehen. Und die musste ich einfach, das ist die Luxus Hydris, die musste ich einfach haben. Ich denke, es werden Socken gehen ja immer. Und dann habe ich die, muss ich gucken, Ponderosa, Sockenwolle vierfach. Die hat mir auch gefallen. Das sind meine Farben, alles mit Rosa. Ich liebe Rosa. Rosa, Pink, Mädchenfarben. Und das ist dann jetzt noch ein bisschen Aprikot, hellblau. Und ach, das ist einfach wunderschön. Die musste einfach mit. Macht mal nichts falsch. Ein Strang Sockenwolle geht immer. Ja, als man reinkam, war ein Stand, die hatten sehr viel Industriegarn. Also, und ich liebe es ja wirklich, Socken zu stricken mit Opalwolle. Ich liebe Opalwolle und dieses selbststreifende Muster, da kann ich selten vorbei. Ich habe auch das Opal-Abo schon länger. Und ja, das geht halt immer. Also handgefärbtes Garn, das kann man nicht vergleichen. Das ist wildert und streift vielleicht, aber
diese, ja, ich liebe es einfach, gehen immer. Das habe ich gesehen und die hatten alle Modelle als gestrickte Socken und das sieht ja wie gesagt immer anders aus. Das ist die Regenwald 18, die Expedition, da ist ein Seepferdchen drauf. Ich liebe Seepferdchen. Also ja, da kam ich nicht vorbei und da gab es auch die von Knit Pro in Gelb 40 cm. Also für Ärmel finde ich die gut. Da passen die. Ich habe ich habe sehr viele Nadelspitzen von Knit Pro. Damit habe ich angefangen, die ganze Symphonie-Serie. Dann die Ginger-Serie habe ich, die Rose Gold-Serie. Und ja, die Ginger, das sind kurze Spitzen und die kurzen Spitzen mit 40er Seilen, das passt eigentlich immer perfekt für einen Ärmel. Sonst stricke ich am liebsten mit den Shire Goose. Socke nur mit Adi Crazy Trio in Bambus. Die habe ich, ich weiß nicht wie viele. Also alle Größen mindestens zweimal. Ja, die Ferse stricke ich immer eine halbe Nadelstärke weniger als den Rest, sonst wird das bei mir zu weit. Also ich stricke in Runden immer viel fester als in Reihen, muss ich sagen. Genau, und dann in Gelb. Gelb, also es ist mal nicht pink oder schwarz gewesen und ja, diese, wie heißt sie, Mindful Collection mit diesem Blau, Türkis, oh, da muss ich auch, ich glaube, die hatten auch Seile, die sich nicht so verdrehen. 360 Grad Cables sind das Kabel, muss ich mal gucken. Genau, und dann habe ich mir den Ring gekauft. Den habe ich damals schon gesehen, ich hole ihn heraus, als er rauskam und dachte, ja, ganz cool, aber brauchst du den? Und dann bin ich übers Wollfest mit Anna und ihrer Schwester Lena und die Lena so, den musst du haben, der ist toll. Und dann habe ich mal, ich durfte ihn mir angucken, der hat so, also wie so eine Feder, kann man irgendwie zusammendrücken und dann die Zahl ändern und ja. In Regenbogen natürlich habe ich mir mitgenommen. Ich habe ihn noch nicht benutzt, werde ich aber bald tun. Dann war ja die liebe Steffi von Schachenmeier auch da. Die hatte einen schönen Stand im Durchgang. Die durfte allerdings nichts verkaufen oder hat nichts verkauft. Die hat so die neue Kollektion gezeigt. Und Steffi ist auch aus dem Saarland. Und da hat man ja schon direkt ein Gesprächsthema. Genau, und da haben wir noch länger mit ihr geredet und dann hat sie mir die Regia Premium, die Krönchenwolle, Kaschmir geschenkt. Und die Farbe ist so mega cool, dieses Gelb, hellgelb, dezent, also so Neon ist jetzt nicht meins, aber das ist so vanillig, ich weiß nicht, das gefällt mir unheimlich gut. Und es ist halt die Kaschmir, die ist mega. Also die ganze Krönchenwolle ist ja wirklich absolut empfehlenswert. Und genau, habe ich mich so gefreut. Und dann, Maschenmarkierer hat es mir auch noch geschenkt. Und ein Wollwaschmittel, das habe ich jetzt mit dabei. Das ist mega, das riecht nach Mandeln. Also wirklich, wer gern Amaretto trinkt, genau, ihr wisst Bescheid. So, und dann Seven Ojek, finde ich gerade, heißen die so. Die haben Bonbons verschenkt. Der Mann, der war ja sowas von süß gewesen. Der war ja, also das war genau dem sein Ding, glaube ich, der das so schön gemacht am Stand. Und die hatten so eine schöne Tussa-Seite. Ach, ich bereue es, dass ich mir keine geholt habe. Die war, ich dachte erst, was ist denn das? So viel Meter auf so viel Gramm, das gibt's doch nicht. Ja, die war gefacht. Vierfach, glaube ich. Also, ja, wenn ich wieder auf dem Wollfest bin, da werde ich zuschlagen. Ich glaube, die war auch 50 Gramm 10 Euro. Also, die Preise in Polen, die Währung, die steht ja, also, ja. So ein Preis für Tussa-Seide, mega. Genau. Und dann war ich Sonntag ja wieder auf dem Wollfest und dann bin ich gemütlich drüber. Da war um 12 der Kurs mit Thorsten Duld. Das war auch total schön. Und dann dachte ich, komm, fährst nicht zu spät. Naja, verpasst du noch einen Zug.
wegen Verspätung und so, das war auch gut. Also hätte ich einen später geholt, ich hätte irgendwo festgesteckt, keine Ahnung wo, wäre ich nachts immer heimgekommen. Und dann bin ich danach nur noch schnell einmal drüber und ich habe die ganze Zeit, also ich hätte können das Mondscharf leer kaufen, wirklich das. Also die Färbung, unglaublich. Diese Färbung, diese Frau, die färbt so geil, muss ich sagen. Es ist also Hut ab, wirklich. Und dann alles so schön. Und dann hängt da die Färbung in der Base. Und dann eine Wand nur alles ins Mitzvelina. Und ja, da habe ich wirklich 2 Tage geguckt und überlegt. Und ja, dann ganz spontan, zack, 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 in 10 Sekunden habe ich mal dann die Färbung. Also ich hätte können 20 kaufen, wirklich, das ist kein Witz. Es ist, ja. Also die Diamond City Radio Andromeda, also Diamond City Radio heißt die Färbung, also sieht aus wie, also ich dachte direkt an das Nachtcafé von Van Gogh, also und jetzt überlege ich, ist ja wunderschön, aber für Socken zu schade, was mache ich draus, mache ich ein Tuch, überlege ich, welche Tücher gibt es da zu stricken, mit nur einem Strang gibt es ja einiges gerade, ich habe auch die Bücher von der Martina Behn. Zum Beispiel das Easy-Tuch, das wird da ja einwandfrei gehen, oder die ganzen Hitchhikers, da bin ich noch. Aber das ist auch, ja, das ist so schlicht Hamburger, nordischer, ja. Also mir gefällt das gut, aber ich glaube irgendwie, da muss was Cooleres her. Da überlege ich noch, was ich da draus mache. Also bis dahin bewundere ich sie einfach nur. Sie ist ein Traum, sie ist ein Traum. Genau. Und dann auch die Andromeda, ich glaube, das ist der Name für diese ganzen Stellina-Färbungen. Childlike Empress. Also die haben alle Stellina. Ich denke, man sieht es auch schön, es glitzert so schön. Und ich mag auch keine Färbungen mit Lurex. Es muss dann schon Stellina sein, da bin ich ein bisschen, ja. Und die Andromeda Rosebud, die ist ja auch. Also hier kommt es gar nicht so rüber, vielleicht ein bisschen weiter weg. Die ist richtig schön rosa. Also hier unter Stellina. Also es ist ein Traum, wirklich. So eine tolle Färberin. Die hatte da auch den Shake It Up Shawl von Anna Johanna hängen. War ich auch direkt schockverliebt. Muss ich haben. Ja. Werde ich auch stricken. Ich glaube, da wird im September bei Instagram auch ein Karl stattfinden. Da war, glaube ich, auch einer. Die hat den in Düsseldorf gesehen. Und ja, also das Tuch ist super cool. Könnt ihr gerne mal gucken. Genau. Dann nächste Kategorie Pläne. Was habe ich vor? Also, der Rain or Shine Socks. Das Rain or Shine Socks Muster von Steven West ist ja im Moment, denke ich, in aller Munde. Da habe ich mir was gefärbt. Also ich habe es gefärbt. Und dann die Anleitung erst gehabt und dann gedacht, das sind, glaube ich, 6 Farben. Also ich habe nur 5 gefärbt. Die werde ich auch in meinen Shop aufnehmen. Gefällt mir sehr gut. Grün. Grün geht immer, finde ich. Das sind schöne Minis. Im Cinema 20 Gramm. Genau, das habe ich vor. Dann macht die liebe die Inspiring Cactus, Miri, die macht einen Teststrick. Die ruft aktuell auf für einen Teststrick noch, ich glaube, bis Ende August. Noch ein Sommertop. Da hat man, glaube ich, Zeit bis Ende Oktober. Aber so ein Sommertop, ich meine, der nächste Sommer, der kommt bestimmt. Und ich denke, 200 Gramm reichen da. Dann habe ich mal die Maschenprobe, die hat sie angegeben bei Instagram. Könnt ihr gerne mal gucken, ich verlinke es euch auch. Habe ich geguckt und ja, ich habe letztes Jahr die Ecopono Handdyed, ich glaube Soman heißt die Färbung, gekauft. Und da habe ich 100 Gramm, da werde ich noch 100 Gramm, 2x50 Gramm Stränge nachkaufen. Das wird bunt, aber also wer die mal in der Hand hatte, die ist von Lana Grosser, absoluter Traum. Die ist so unfassbar zart, diese Wolle. Das ist wirklich der Wahnsinn. Genau. Dann
habe ich der lieben Paula von Eugenie Mefjan geschrieben oder gesagt auf dem Wollfestival, glaube ich, wie schön ich ihre Socken fand, die sie gestrickt hat. Und ich habe gesagt, ich will ihn nirgends. Die ist auch Opalwolle. Ich finde sie nirgends. Sie sind so, so schön. Und online nichts. Und dann ist die Paula wirklich in ihrer Mittagspause ins Wollgeschäft bei sich im Ort und hat geguckt, ob sie die nochmal bekommt. Und die hatten die nicht mehr. Und dann hat sie gemeint, du, wenn du willst, ich habe noch 44 Gramm, ich schicke dir die. Und ich so, oh, mega. Und das ist die. Also ich verlinke euch, wie sie heißt, diese Färbung. Aber wie gesagt, die gibt's nirgends mehr. Die ist so schön. Und jetzt habe ich mal in meinem Stash getaucht und mit einer Mini zusammen. Ich denke, das passt ganz gut. Werde ich das dann verstricken als Socken. Und die sind so schön. Ihr könnt gerne mal bei Paula reinschauen auf YouTube. Die hat einen super schönen Kanal. Und da seht ihr die Socken auch. Genau. Und dann hat sie mir geschrieben, also Eva, wenn ich ja schon dir was schicke, dann kann ich ja nicht nur den angebrochenen Strang verschicken. Da kam ein ganzes Paket mit einem wunderschönen Aufkleber. Genau. Und dann war noch diese Färbung drin. Also wirklich ein Traum. Ich habe mich so gefreut. Herbstmelodie heißt so, Farbe 11124, also ein Traum, wirklich ein Traum in Pink und ach, danke, danke, total schön, ich freue mich riesig, es ist so lieb. Ja, dann war es so witzig, dann kam ich heim und habe dann gesucht, wo ist mein Paket, und der Briefträger, also der wechselt im Moment öfters bei uns, dann war da ein Sendungsbenachrichtigungszettelchen im Briefkasten und dann stand, liegt am Ablageort und Empfänger Paula, obwohl es ist ja für mich Eva, Empfänger Paula, fand ich so süß. Genau, ja, das war die Geschichte dazu. Vielen Dank nochmal. So, dann habe ich jetzt noch eine Ankündigung zu machen, und zwar, ich werde meinen eigenen Shop eröffnen. Unter pollymclaren.de werdet ihr mich jetzt finden. Zusätzlich zu Etsy werde ich jetzt da meine Garne verkaufen. Vorwiegend ein paar Maschenmarkierer wird es auch geben, aber die meisten wird es doch bei Etsy geben. Das ist einfacher, die bei Etsy zu verkaufen, das hochladen, weil ich habe, glaube ich, 300 verschiedene Maschenmarkierer online. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was hier um mich herum liegt, was ich noch gar nicht online habe. Also ich bräuchte noch mehr Zeit, bitte. Das wäre toll. Und genau, also wird es die jetzt, also nach und nach, denke ich, werde ich da komplett bei pollymclaren.de bleiben. Nur, wie gesagt, die Maschenmarkierer, die einzeln einzustellen. Und es ist schon ein bisschen komplizierter. Ich nutze da Jimdo und das ist ja einfach Baukastensystem, aber es ist doch schon, also ich habe vielleicht wochenlang dran gesetzt, den Shop online zu bringen und wie funktioniert es überhaupt. Und aber ja, ich habe es jetzt. Aber die ganzen kleinen Teile, die lasse ich bei Etsy. Genau, warum mache ich die eigene Webseite? Die Gebühren von Etsy, das habt ihr bestimmt schon öfters gehört, die sind wirklich hoch. Die sind hoch und werden immer höher und höher. Und also 11,5% von allem gehen ja immer an Etsy, wobei es sind 6,5% an Etsy, 5%, wenn man das automatische Zahlsystem nutzt. Und dann, ja, also das ist wirklich, das nimmt Ausmaße, da bezahlt man wirklich, es ist unglaublich. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Und also ich sehe es halt nicht mehr ein und ich versuche das jetzt so. Man hat natürlich die Reichweite bei Etsy, das ist klar. Aber ja, und genau.
Also ich bin sehr froh mit der Website. Ich finde sie ganz gut gelungen. Da gibt es jetzt nicht so viele. Also ich mache das jetzt, wie gesagt, parallel Etsy und pollymclemon.de. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Könnt ihr gerne mal gucken. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr so findet. Und genau, da bin ich ganz froh. Ja, ich werde jetzt, denke ich, auch die neuen Garne nur noch auf meiner eigenen Webseite hochladen. Aber ja, das schreibe ich bei Instagram immer dabei. Wer mich da noch nicht abonniert hat, da heiße ich Pauline McLaren. Also genau wie hier und wie im Shop. Und ja, genau. So, ansonsten war es das jetzt. Ich mich mal um. Ja, habe ich euch alles gezeigt für heute. Dann habe ich so überlegt, ob ich euch so ein bisschen teilhaben lasse, was ich sonst so mache. Also der Grundstein liegt ja hier, der Shop und was ich stricke und so. Und ja, wenn ich jetzt mal in ein Wollgeschäft oder Stoffgeschäft manchmal auch gehe, dann zeige ich euch das auch gerne. Also ich werde jetzt zum Beispiel diese Woche noch nach Heidelberg fahren. Welche Überraschung! Mal wieder. Es ist also nach Berlin wirklich meine Lieblingsstadt. Es ist so schön und man könnte den ganzen Tag die Straße hoch und runter und dann geht man was essen, dann trinkt man mal was, dann geht man weiter. Ja, also im Schloss war ich jetzt schon zweimal. Das war auch total schön. Da war ich jetzt beim letzten Mal. Das war, glaube ich, was im Juli. Genau, das war erst letzten Monat. Und jetzt fahre ich zusammen mit meiner Mama wieder. Hallo Mama. Ich freue mich schon sehr, nehmt ein Euro-Ticket und ja, es ist immer schön. Früher haben wir dann gern mal ein Glas Sekt getrunken im Zug, wenn wir irgendwo hin sind. Wir fahren öfters mal zusammen weg und eigentlich immer im Zug. Und ja, jetzt mit Mundschutz und so, naja, es muss ja damit sein, aber war mal schön und lustig und ich freue mich schon. Da gehen wir ein bisschen durch die Stadt, wir fahren auch nicht so früh los, denke ich. Und natürlich muss ich wie immer zu Lamy. Ist ja mein Lieblingsladen. Ich habe es ja schon mal erwähnt, den gibt es nur einmal in Europa, diesen Laden. Also wer in Heidelberg ist, da muss man unbedingt hin. Das Geschäft ist so genial. Ja, und ich habe mir irgendwann mal gesagt, immer wenn ich da bin, brauche ich einen Füller. Ich muss mir dann einen Füller. Ich schreibe alles mit Füller. Also meine Bestellungen, alles mit Dokumenten echter Tinte und so. Das muss einfach sein. Also, ich müsste eigentlich aufhören, das zu sagen mit dem Füllerkauf, weil ich ersticke quasi in Füllern, aber ja, die haben halt auch immer neue Farben, wenn ich komme. Der letzte war Erdbeerrot. Ich muss mal gucken. Ich habe einmal einen gekauft mit so einer Breitenspitze für Kalligrafie, aber den nutze ich nicht. Das gefällt mir irgendwie dann doch nicht. Und genau. Ansonsten ja, einfach mal so hinfahren, schön Mittagessen, ein bisschen durch die Geschäfte. Ich kaufe ja schon eigentlich immer die Weihnachtsgeschenke im August, September, dann hat man im Winter Ruhe. Aber ja, so die letzten Jahre ist das auch viel weniger geworden, seit die Kinder da sind. Dann kauft man den Kindern was und so die Erwachsenen, die schenken sich gar nichts mehr. Das braucht man auch nicht. Ich schenke mir immer selbst was, meistens was Wolliges. Genau. Dann nehme ich euch ein bisschen mit und im nächsten Video zeige ich euch dann Heidelberg. Und genau, dann hoffe ich, euch hat mein zweites Video gefallen. Lasst mir gern einen Daumen hoch und ein Abo da, wie immer ihr das so schön sagt. Und ihr dürft mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!